Guten Morgen, ihr Lieben aus Düsseldorf. Heute ist der zweite Tag. Wir haben eben schon zwei super liebe Mädels im Aufzug im Hotel getroffen. aus Österreich. Also ich grüße euch nochmal. Ihr wart echt super lieb. Und ja, wir machen uns gleich um den Weg. Mir ist was ganz Doofes passiert. Wisst ihr, was das ist? Ja? Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Knopf von der Hose. Wir wollten gerade gehen. Ich wollte nochmal auf die Toilette und habe diesen Knopf abgerissen. Ja, und jetzt? Was ziehe ich jetzt an? Was ziehe ich jetzt an, Mama? Fragezeichen. So, Mama hat mich gerettet. Ich habe eine Hose von der Mama bekommen. So, wir haben gerade ein paar Stiefel gekauft. Das war so ein Schnäppchen. 130 Euro für ein paar Lederstiefel, für ein paar schwarz. Ich zeige euch die natürlich dann auch. Und ein paar andere Sachen haben wir auch noch gekauft. Ja, Schabracken. Genau. ja, und das Wetter sieht jetzt nicht so berauschend aus heute, aber wir hoffen auf das beste Wetter und freuen uns auf euch dann. Wollt ihr irgendwas sagen? Hallo! Wie heißt ihr denn? Zoe. Zoe und Lisa. Jetzt gerade schön. Ja, bitte. Nein, das muss sein. Ich glaube, ich bin irgendwo in Hundekacker getreten. Isa. Oh, wie süß. Dankeschön. Muss dich drücken. Oh. Wie süß. Danke. Ja. Ach, da nochmal. Danke. Dankeschön. Ja, das wäre total lieb, Janine. Immer bei dem F schreibt der Stift mit. Magst du auch drauf? Wenn du. Hast du gewartet? Ach so. Ach so. Oh, voll cool. Ja. Oh, danke sehr. Bitte! Fünf Dinge, die du einfach toll findest. Oder die du gerne im Video siehst, wenn ihr. Ja! Am Video ist oder am Video. Macht, was ihr wollt! Also, das ist lustig und danke. Danke. Da kann man jetzt so Pippen einblenden. So. Eins, zwei. Ich glaub, das ist voll süß. Und danke. Ich finde das so lustig, wenn da angebunden ist und sich selbst losmacht. Sind die Pferde in Österreich anders als die in Deutschland? Also wir haben ja nur Haflinge und Lipizzaner. Echt? Wir haben ja sonst nichts. Nee. Ja, die essen auch alle nur Apfelstrudel. Apfelstrudel? Ja, die kriegen sonst nichts anderes zu fressen, sind ganz arm. Aber sonst ist alles gleich wie bei euch. Ja. Wo auch kann man denn in Österreich gute Säckel kaufen? Möglicherweise bei mir oder woanders. Aber der größte und gravierendste Unterschied, der mir zwischen österreichischen und deutschen Reitern aufgefallen ist, ihr sagt zum Kopfstück,
Trense. Ja. Und bei uns ist die Trense das Gebiss. Echt? Und ja, und ich habe mich bei meinen ersten paar Kommentaren zu diesem Thema immer total gewundert, so, was meinen die? Bis ich da mal drauf gekommen bin, dass das eigentlich genau umgekehrt, weil bei uns ist es das Zaumzeug, was bei euch die Trense ist. Das Zaumzeug. Das Zaumzeug, ja. Ja, das sagt man, also das ist ja, Zaumzeug kann man ja sagen, aber es ist so, aber es ist eher Trense. Ja. Und das, was sagt, und Gebiss sagt ihr gar nicht? Doch, es ist das Gebiss. Und aber ich habe gedacht, die Trense ist das Gebiss. Ja, die Trense ist das Gebiss. Gibt es zwei Begriffe. Ach so. Ja. Also wir meistens sagen wir Trense. Aber man könnte noch sagen Maulstück. Aber boah, das hört schon. Das Maulstück. Also das hätte ich noch nie gehört, aber wir könnten es in Umlauf bringen. Also, wenn ihr also das Gebiss nur noch Maulstück. Genau, nee, aber das gibt's doch irgendwie sowas, oder? Gibt's nicht sowas, Maulstück? Mhm. Aber ja? Schreibt mal in Isas Kommentare, Hashtag Maulstück. Wir machen das jetzt populär, das soll in den Duden. Unbedingt. Aber es wollen doch immer nur alle, dass man gebisslos und mit Halsring reitet. Das kann man schon mal machen, aber es funktioniert halt nicht immer. Muss man als deutscher Reitfreund mal in Österreich gewesen sein? Was muss man sich angucken? Messen, Veranstaltungen? Also, Messen. Müssen wir einen Flug buchen? Ja, Flug nach Wien. Wien? Unbedingt. Wien? Also Wien, und von dort aus kann man dann in die ganze österreichische Welt aus kundschaften. Spanische Hofreitschule, ein absoluter Pflichttipp. Also kann ich zu dir fahren und du zeigst mir dann Wien? Ja. Machen wir. Okay. Das ist eine offizielle Einladung. Ja, doch. Du musst die Mama mitnehmen. Weil ich glaube, dass ich meine Mama mit deiner Mama gut verstehen würde. Ja, schön. Ja, ja, schön. Dann kommt deine Mama auch mit in die Videos. Das wäre dann das erste, das Mama-Video. Das Mama-Video. Das Mama-Video. Hat euch das gefallen? Ein Mama-Video. Ein Mama-Video. Ja. Die Mamas der Reiz-TV-Dame. Ja? Wahnsinn. Wahnsinn. Wir haben das drauf. Okay. Also, Wien? Ja. Wien und weiter. Am besten im Herbst, weil da ist in Wiener Neustadt unsere eigentlich größte Messe, die apropos Pferd in der Arena Nova. Das ist circa dreimal so groß wie hier und da kann man alles kaufen. Und ich empfehle, einen leeren Koffer mitzunehmen, weil sonst musst du über Gepäck zahlen oder so. Okay. Also wir haben hierhin jetzt zwei leere Koffer mitgenommen und wir haben sie gebraucht. Echt? Ja. Wir sind ja kaum. Oh, Sheila, du bist so eine süße Maus. So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause und lass mich doch jetzt mal das Video aufnehmen, sonst mach ich's ohne dich. Wir sind jetzt wieder zu Hause, sind jetzt nicht mehr ganz so lange heute in Düsseldorf gewesen, weil es dann total angefangen hat zu schütten und wir haben schon alles gekauft und waren auch ziemlich müde, weil es doch relativ anstrengend war und ich habe mir gedacht, ich... haben auf jeden Fall doch wieder viel mehr gekauft, als wir eigentlich wollten. Ich wollte mich nochmal ganz, 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 ganz herzlich bedanken bei allen, die gestern und heute bei uns waren. Es hat mich wirklich so sehr gefreut, so viele von euch zu treffen und ihr wart alle so süß und so nett und das war einfach total toll, euch alle zu treffen. Ich konnte leider nicht so viel filmen von den ganzen Show-Acts, weil wir total viel unterwegs waren und uns ganz viel Zeit für euch genommen haben und so viele nette Leute getroffen haben, mit denen wir dann auch einfach ewig lang gequatscht haben, was natürlich total viel Spaß gemacht hat. Und von der Equitana at Night, glaube ich, hieß sie, also dieses Abendprogramm, da waren wir eine Stunde vorher schon an diesem Showring und wollten uns Plätze suchen und es war alles voll. Wir haben keinen Platz mehr bekommen. Und haben halt auch total schlecht gesehen, beziehungsweise ja, fast gar nichts gesehen. Und es wird auf jeden Fall ein Haul geben, den werde ich dann hier... Oh, jetzt hör doch mal auf, weißt du? Den werde ich auf jeden Fall hier am Ende verlinken, weil wir doch viel mehr gekauft haben, als wir eigentlich wollten. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, auch wenn es jetzt einfach nur mal so ein paar Impressionen und lustige Eindrücke waren. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!